Oh, ich war schon dort. Oh mein Gott. Das tut gerade weh. Ja, das tut gerade richtig weh. Aber ich würde sogar eigentlich fast sogar den Charakter nehmen. Mit den Geschossen und alles. Mit dem ganzen Bing und alles drum und dran. Ja, es ist ein bisschen scheiße. Entweder ich triff oder ich triff von mir niemanden. Das ist immer scheiße. Aber das kann halt was richtig Geiles sein. Dann. Zählt auch zu die Geschosse. Zählt auch zu die Geschosse. Passt. Genau das, was ich nicht nehmen will, aber na gut. Ah, ich muss was nehmen. Ja, dann die Bibel. Ja, die Bibel. Die Bibel ist eh was Gutes. Ich wollte gerade sagen, so wann kommt einmal die Bibel? Wollte mich schon verschessern. Double wäre es auch noch gewesen. Ja, fix. Double, Alter. Double wäre King jetzt dann vorher noch gewesen. Double vergiss ich ab und zu. Das ist ja das. Nehmen, das bleibt so. Machen wir schon irgendwie, machen wir schon irgendwie. Jetzt schon langsam. Ah, Wahnsinn, der Pizdeppert. Na, gib her, na, schaust du nicht an. Das ist halt ne. Na, da würde ich dann trotzdem. Na, da würde ich dann trotzdem lieber auf die Taube gehen. Und mit der Taube bin ich noch nicht so weit gewesen. Also hier, weil es gibt ja zwei verschiedene Tauben. Mit den Tauben bin ich nicht so weit gekommen. Das ist dann halt wieder in dem Fall scheiße. Das will ich halt natürlich wieder schauen, dass ich das dann doch hinkriege. Ja. Schnelligkeit, immer ein Muss. Immer ein Muss. Gerade wenn wir vielleicht zeitlich ein bisschen an Stress haben oder irgendwie. Ja. Ja, safe. Das ist kacke. Ah, ich werde da immer so auf irgendwelchen Blödsinn gezwungen. Ah, ich nehme dann trotzdem das Einfrieren. Obwohl ich jetzt nicht so gerade so ein Fan davon bin, aber na gut. Es ist zwar eh leiwand, alles drum und dran, aber nicht leiwand, wenn du halt auf etwas hinplanen möchtest. Dann ist Arsch, dann ist immer scheiße. Du planst auf etwas hin und dann kommt so ein Scheißdruck da raus. Aber ist ja wurscht. Schaffen wir schon. Wird zwar jetzt noch eine Ewigkeit dauern, bis wir da unten landen, aber wird schon. Kann sich nur um Stunden handeln. Na, immerhin gibt's wenigstens was zum Fressen. Na, zerleg, oder? Das gibt's ja nicht. Jetzt bauen wir dann auch noch die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit von den Fähigkeiten, von den Waffen. Unbedingt ein Muss. Unbedingt ein Muss. Ja. Kommt so drauf an, aber ja. Solange die Geschosse wenigstens, weil die Geschosse können dann einen sehr, sehr weiterhelfen. Am besten, wenn vielleicht sogar noch die Panzerung dazukommen könnte. Ja, Panzerung wäre jetzt richtig geil. Panzerung wäre mega, weil dann später hätte man dann immer wieder auch das Feuerwerk und das Ganze. Ah, da würde man schon zerlegen. Da würde man schon komplett zerlegen. Ja. Es war jetzt eine schwere Überlegung. Es war jetzt echt eine schwere Überlegung. Was nehme ich jetzt am liebsten? Es war jetzt echt ein bisschen schwer. Aber es würde halt echt gut zu den Geschossen und alles drum und dran passen. Mit der Taube und alles. Also wäre schon mega. Ja, das eine oder andere würde halt sehr, sehr gut aufeinander passen.
richtig schön abgestimmt. Mit die Geschwindigkeit, die mit die Schießerei und alles drum und dran. Gerade mit die Geschosse wäre das mega. Eigentlich im Prinzip, bevor wir nun nicht einmal die Leiste unten fertig haben, wollte ich eigentlich nicht einmal dran denken, dass ich das unten einsammle. Ah, wir sind schon weit entfernt. Dementsprechend kann man dann schon ein bisschen was machen. Ah, wenn, dann will ich eine gescheite Fähigkeit haben. Nicht irgendwie Bonus oder so. Ein Bonus kann aber bei mir scheiße gehen. Bonus brauche ich nicht. Bonus brauche ich nicht. Da können uns Bein und scheiße gehen bei mir. Münzele! Na Piste, hab Münzele gibt's auch. Ja, Wahnsinn, Alter. Piste, von denen man nicht erwartet, dass man es auch gibt. Ja, müssen wir halt dabei chillen. Müssen wir halt dabei leider chillen. Ich warte nur auf dich, meine liebe Taube. Meine weiße Taube. Weiße Taube. Ganz, ganz wichtig. Die weiße Taube. Ganz, ganz wichtig, liebe Leute. Ganz, ganz wichtig. Warte auf die weiße Taube, Leute. Ich bin aber auch jedes Mal den gleichen Scheißdreck auch dran. Aber ist das dezente Gefühl? Immer jedes Mal den gleichen Scheißdreck. Ist mir schon aufgefallen. Ist mir schon definitiv aufgefallen. Ah, eine Taube mehr oder weniger, so schon wurscht. Weckt eh keiner. Es weckt eh keiner, die Taube, gell? Okay. Oh, da haben wir wieder einen halbstarken, wichtig. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Na, gib ihm! Schaust du nicht an? Gib ihm mal gescheit an. Der braucht sie. Boah. Na, das... Der Lorbeer, der ist ja sowieso eine Fähigkeit, also dementsprechend weg damit. Wollen nicht einmal dran denken. Wollen definitiv nicht einmal dran denken. Ja, da tut sie wenigstens was. Da tut sie wenigstens was. Das ist. Oh! Da bin ich aber gar nicht gerechnet! Danke nochmal! Gönn nochmal, Digi, gönn nochmal! Damit überhaupt nicht mehr gerechnet gehabt. Na, Beste, au. Oh, sehr gut. Aber wir müssen eh noch weit hatschen. Ich darf mich da nicht ausruhen. Wir sind erst bei der 5, Alter. Das ist Arsch. Das ist Arsch, Digi, Alter. Aber es tut sich wenigstens schon was. Ja. Tut sich da auf alle Fälle schon mal was. Und auch noch mit dem Double-Effekt und alles drum und dran. Aber haben wir oben? Haben wir oben? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Haben wir oben? Das will ich dann oben nochmal einsammeln. Extra. Damit wir immer wieder was extra haben. Das ist kacke. Alter, da gibt's einen Sound 1 zu 1, wenn du ins Hauptmenü gehst bei Pokémon. Wenn ich's nochmal höre, sag ich's. Es gibt einen Sound, der ist 1 zu 1 aus Pokémon. 1 zu 1. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht der Sound ist? Wenn du in die Optionen reingehst. Bombe. Gott sei Dank. Okay, passt. Passt. Sehr gut. Schwarze und weiße Taube. Wir sind einmal halbwegs gesaved. Halbwegs, liebe Leute. Also Angriff kann mir also anscheinend nicht mehr genommen werden. Sehr gut. Sehr gut. Und wir sind eigentlich fast rein nur aufgeschossen. Bombe. Leider die Geschwindigkeit muss halt leider warten. Ist halt so.
gibt es eigentlich noch viel so ein paar gescheite Sachen, was da noch gehen könnte. So eine Spezialfähigkeit. Überlegt. Wir haben noch drei fette Slots offen. Die Pflanze gibt es ja noch. Das ist ja auch wieder was. Bei der Pflanze kann man auch noch relativ fett absahnen, aber sonst muss ich überlegen. Ja, nehmen wir mal. Waffeneffekt. Sammeln wir jetzt gerne. Aber die Pflanze ist schon mal ein guter Weg. Die Pflanze ist schon mal definitiv ein guter Weg. Wird schon die. Chill langsam. Stab, oder? Das ist eigentlich frech. Richtig frech, dass die dann einfach wieder zurückkommen können. Geht gar nicht. Digga, geht gar nicht. Schlimm, oder schlimm. Ja, gleich mit noch besseren Effekten und wichtig und richtig angelehnt. Riesenschädel. Ui, gib ihm. Gib den Riesenschädel an, gib ihm Bild. Oh, sehr gut. Ja, ich will es jetzt aber nochmal ganz kurz provozieren und wissen. Wenn ich da raufgehe. Mit die Reichweite. Bau eine gute Kiste. Wünscht's mir Glück. Wünscht's mir jetzt echt viel Glück. Wir brauchen jetzt eine saftige Kiste, liebe Leute. Saftig, mal schmachtig, mal knaftig. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn, aber ist ja wurscht. Oh. Da kommt jetzt aber auf uns was zu. Ist der. Wollen Sie es jetzt aber wissen? Kleine Panik, liebe Leute, kleine Panik. Ja, nimm's mit. Nimm's einfach beinhart mit. Einfach beinhart. Wir schauen, dass wir da quasi was zusammenkriegen. In der Hoffnung. Wurscht. Ich nehm die Bibel. Ist mir so wurscht. Hauptsache wir sind irgendwie geschützt. Hauptsache wir überleben den Blödsinn. Das ist wichtig. Jetzt kommt dann sowieso nur wieder so ein Boss. Das darfst du auch nicht vergessen. Und dann auch wieder so einiges. Das schaut eh gut aus. Ja, schaut eh gar nicht mehr so uns wieder aus. Hätte wir immer noch so, ich hab immer keine Angst, Schiss. könnt ja scheiße enden, oder irgendwas in der Richtung. Aber weißt du, da waren wir vorher auch ein bisschen zu sicher und dann rennst du mal rein und dann bist du in Arschnamen. Schnell, es kann ganz schnell gehen, das kann richtig schnell gehen. Das ist ja das. Das machen wir nicht ohne Grund Sorgen. Boss, wichtig. Zerleg ihn. Gib ihm. Gib ihm, Digi, gib ihm. Jetzt nimmt zerlegen, ich brauche die Kisten. Ich brauche den guten Stoff. Ich brauche den sehr, sehr guten Stoff. Das ist wichtig. Und? Oh, Ulti. Jetzt. Obwohl die noch nicht immer fertig sind, oder wie? Hat der automatisch übernommen, aha. Interessant. Hat er gleich automatisch übernommen, ja, da. Was soll ich dazu sagen? Also Win. Das ist einfach eine Win-Situation. Mega. Kannst echt nichts sagen. Da hast du schon gewonnen. Da hast du einfach schon gewonnen. Müssen nur noch Eis sammeln. Und nicht die Deppert ausstellen.
Aber wenn du da jetzt deppert ausstößt, dann hast du sowieso ausgeschissen. Da musst du jetzt wirklich deppert ausstellen. Wett nicht du. Ja, das wäre wenigstens passend zu meinem Genie. Du bist deppert. Bin ja sowieso ein IQ-Patient vom Feinsten. Hab ich gehört gehabt. Oh, eine Mieter sicher. Sogar noch Schaden auch noch erhöht. Na, beißt du Depp. Na, beißt du Depp, oder? Da wird so leck, da in der Chat verfickt, wie es geburt liegt, Alter. Oh, oh. Wir könnten es eigentlich so machen: wir gehen rechts runter und links gehen wir dann wieder rauf. Ja, nicht uns wieder. Alter, ja, geht echt viel ab. Das muss man dazu sagen. Was da nicht, was das für ein Saftl ist, aber ich würde da schon noch ein bisschen mit Respekt reingehen. Diesmal halt wenigstens zumindest. Ich muss mir vorstellen, dass die Geschosse dann noch schneller gehen. Und ich das Ding nicht einmal gesammelt habe. Alter, musst du vorstellen, die Geschosse, bist du Depper, da, dann zerlegen wir da alles. Wenn wir den Scheißtrick da gesammelt hätten, na, bist du Depper. Einfrieren! Nett. Das wollte ich ja unbedingt haben. Unbedingt. Ah, wird das geschützt? Ja. Ermöglicht auch das Beschleunigen der Zeit in der Stage-Auswahl. Aha. Achso, falls du dann sagst, okay, passt, du bist fertig oder irgendwas in der Richtung. Das wird wahrscheinlich sein. Ja, ist okay. Ja. Ist definitiv in Ordnung. Da kommt mir der eine schon oder andere schon sehr gefährlich nahe. Ja. Sehr, sehr gefährlich nahe. Stockt mir grad nicht. Und das lag nicht am Boss. Das lag definitiv nicht am Boss. Wie ist denn der eigentlich jetzt? Hat sie schon geschlichen. Er wollte nicht mehr. Hat sie da gehabt. Nein, da, mit dem gebe ich mir nicht da. Und das ist mir ein Stepper dafür. Oder schon leider nicht mehr hierher. Das, wer weiß, wer weiß. Man weiß ja nicht. Oh. Oh. Anscheinend haben wir es kurz eingesammelt. Du Stepper. Aha. Ich mach eh zicke-zacke, siehst du nicht? Ich mehr alles mit, alles was geht. Steppert, Alter. Zerleger auch gesehen. Steppert, da geht's ab, Alter. Habera. Da muss ich mal einer auskennen. Bist du deppert, Alter. Holy moly. Da muss ich wirklich mal einer auskennen. Bist du? Was da wieder alles abgeht an Gegnern und alles drum und dran. Oha. Ja, ich würde mal sagen, wir sind definitiv in der nächsten Stage. 100%. 100%. Ich muss halt nur noch schauen, dass ich die restlichen Sachen einsammle. Das wäre jetzt wichtig. Die restlichen Sachen sind jetzt sehr, sehr wichtig. Sie ist so richtig schön, wie alles durchgeschossen wird. Geil, geil. Mach mal. Oha. Was ist jetzt abgegangen? Okay, so eine kleine Zusatzfalle oder wie ist das? Anscheinend, anscheinend. Irgend so ein gewisses Extra. Ja, von mir aus. Mir ist wurscht. Ich geh auf, ich hol mir da meine Sachen und leg mir mal. Ich schau, dass ich einfach nur noch level. Bossfight wäre halt cool.
damit ich wenigstens eine Kiste kriege. Mir ist es wurscht, was ich jetzt nur noch bin. Ich bin sowieso leveln. Bossfight. Ich sag's euch, Bossfight. Ich will mein Spezial Taube haben, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das sein soll dann. Ich will einfach nur meine Spezialtaube. Ja, die wird sich dumm und deppert schießen wahrscheinlich. Die Taube 100%. Ja, die weiße wird noch drauf. Ja, die weiße wird. Die ist sehr, sehr hinten nach. Oh, ein blauer ist eh wieder da, aber nur so ein kleiner blauer. Ganz stark nur hier, das ist ja fad. Das ist ja fad, oder? Ein paar gescheiden haben. Gute Kiste, könnte was Gutes am Ende des Tages dabei rauskommen. Ah, ein kleines Upgrade, sehr gut. Sehr gut. Jetzt dann auch noch mit die Blitzer, ne? Na boom, Alter, mit die Blitzer, ja, ne? Ah, wie der. Ja, mehr noch an. Hab ganz vergessen. Boah. Aber hast du gesehen gehabt, wie schnell ich Leben verloren hab? Bist du deppert? Bin trotzdem zwar nur vorbeigelaufen, aber dennoch. Gefährlich. Da warten wir lieber ein bisschen. Das ist mir lieber, ich lasse mir ein bisschen Zeit und bin wenigstens safe. Aber die Blitz sind aber perfekt für die Gegner, die was immer doppelt wieder nachkommen. Würde ich jetzt mal sagen, finde ich persönlich. Die was doppelt nachkommen, das ist wieder perfekt. Nur aufpassen. Am besten gar nicht zu schnell bewegen. Nein. Wenn du dich zu schnell bewegst, dann bist du es. Dann bist du es. Die warten ja nur drauf, dass du dich zu schnell bewegst. Gefühlt irgendwie. Und die warten richtig drauf. Ich provozieren extra, ich sag's dir. Die tun fix mit Absicht provozieren. Alter, das ist ja sowieso ein Wahnsinn, was da alles abgeht. Sammeln wir halt nicht schlecht. Ja, da wieder mehr, das war wieder. Ist nicht schlecht. Ich will ja nichts gesagt haben. Aber wir haben noch nicht einmal Geschwindigkeit, gell? Wir haben noch nicht einmal sich sowas gegönnt. Boah. Gib ihm, Boss. Boss, wichtig und richtig. Währenddessen sammle ich ein bisschen was ein. Mit dem vielleicht noch das ein oder andere Level Up auch noch zusammenkriegen. Auf wichtig und richtig angelehnt. Wo sie ist, aber gestern ist endlich mehr. Ja, noch viel Stefan, schwere Geburt. Es kommt was Spezielles. Die Bibel, aber ja, ist okay. Ja, es passt. Man hat halt. Ich hab schon die Taube gesehen. Es schaut aus wie so ein Papagei oder irgendwas in der Richtung. Ja, voll wie so ein Papagei ausgeschaut, aber voll Gas. Das wird nicht dauern. Kann ich durchlaufen? Ja, geht eh. Holpert. Es geht zwar, aber man darf halt nicht übertreiben. Ja, man darf es halt überhaupt nicht übertreiben. Überhaupt nicht. Ja, ich bewege mich immer langsamer. Ich bewege mich in der Hinsicht lieber ein bisschen langsamer.
es sind halt die Wiederbelebenden. Das ist dann wieder was anderes. Ein bisschen mehr Schaden? Da kann man dann schon wieder durchgehen. Das ist kein Thema. Oh, Geschosse. Wenn ich jetzt einmal da noch die Geschosse auch noch hole. Oh. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Oh, weh, dann ist das Game. Dann ist das Game. 100%. Boah, boah, ich sehe keine Taube. Ja, okay. Ja, cool. Cool. Ich geier zwar noch immer auf die Taube hin, aber okay, cool. Cool. Alter, ich würde mich so freuen, wenn ich dieses scheiß Sammelding kriegen würde. Bist du deppert? Ich glaube, das Sammelding würde uns gleich einmal auf Level 70 katapultieren, weil wir so dermaßen wenig eingesammelt haben. Für unsere Verhältnisse haben wir wirklich sehr, sehr wenig eingesammelt. Normalerweise Pflichtprogramm. Wir sind schon bei 20, ich muss mich beeilen. Ich muss mich einfach beeilen, es geht nicht anders. Das dauert sonst alles viel zu lang. Das dauert wahrscheinlich alles viel zu lang. Wir müssen jetzt wirklich ein bisschen rushen. Weil bei 30 kommt dann sicher wieder der Sensenmann. 100%. Das können wir nicht so schnell lassen. Jetzt sind wir gerade so dermaßen relativ geil benannt. Vorstellen. Wir kriegen jetzt doch das für die Geschosse. Schnelligkeit von Geschossen. Ja, gut, dass wir eine PlayStation 5 haben, weil ich glaube, dann wird das Game immer noch cool. Muss der falsche Schlüssel auf der 4, Alter, Digga. Der spielt er bloß überhaupt nicht mehr. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel das dort bloß. Aber eins hätte mich trotzdem interessiert. Mache ich überhaupt noch Schaden dagegen? Oder schießt sie der ab und nur weg? Was denn? Irgendwie? Ja, ja. Also ich finde es so. Oh mein Gott. Bist du jetzt kannst du. Jetzt ist Ende Gelände. Normalerweise Level up. Aha. Das Mindeste. Okay. Jetzt auch noch Schatzkiste auf. Eine Spezialschatzkiste. Und? Mann, der Papagei. Jetzt tappt man Papagei. Jetzt. Oha. Jetzt. Sei mal nicht ab, aber jetzt kannst du es vergessen. Jetzt. Was ist das? Jetzt kannst du schmeißen. Digga, das ist Zerlegermodus. Das ist jetzt Zerlegermodus. Jetzt ist aus und vorbei. Jetzt ist aus und vorbei. Jetzt kannst du es vergessen. Oha. Nimm den Knofi. Da nehme ich definitiv noch den Knofi dazu. Oha. Da war ich jetzt geschockt, aber ja, macht Sinn. Das ist ein doppeltes Ding ist. Macht definitiv Sinn.
Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es fehlt jetzt gerade was. Ja, es ist schon... Ja, es geht einen ab. Es geht einen irgendwie ab. Es sind so Kleinigkeiten, aber es geht einen irgendwie ab, finde ich persönlich. Die zweite Taube. Ja. Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir da noch eine Fähigkeit. Irgendwas Kartenmäßiges oder irgendwas kriegen wir jetzt. Nicht spannend. Ermöglicht das Freischalten und Aktivieren von Arcanas. Und das ist... Aha! Heilung ist verdoppelt. Wiederherstellung von LP fügt Gegner in der Nähe Schaden. In selber Höhe. Oh. Okay, okay. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Finde ich gut. So, jetzt müssen wir das nur noch mit dem Sarg machen und dann sind wir fertig. Wow! Das ist eine echt gute Frage. Ich gehe jetzt einfach mal beinhart die ganze Zeit da so irgendwie so entlang. Und schauen wir, dass wir da irgendwann mal rechts kommen, oder? Hätte ich jetzt einmal gesagt. Gefallenmäßig? Nee, nix, gell? Ich hätte irgendwas sein können. Sehen Sie mal, höchstpersönlich ist man wieder am Start. Wenn dann nicht geht. Oh. Oh, ist gut gesagt. Alter, sehen Sie mal, ist einfach nur anwesend oder was? Okay. Okay, okay. Gut zu wissen. Na komm her, der Schule! Der scheißt sehr. Da sehen sie mal aber auch, gell? Nimmt der Schaden oder nicht? Oder schaut er nur zu? Der schaut nur zu. Ach so ist das. Der hat die ganze Zeit nur zugeschaut, der Wappler. Na, wo ist es jetzt? Kommt's jetzt oder kommt's nicht? Das ist, ja, wird wahrscheinlich so Spezialfähigkeit sein. Oder der war die ganze Zeit von Anfang an da. Das kann vielleicht auch gut möglich sein. Da muss man schnell genug quasi zu den Fragezeichen hinkommen. Sehen Sie mal, nur links in der Ecke geht man auf die Eier. Aber Vollgas. Okay. Wollte ich mal ausprobieren. Wollte ich einmal ausprobieren, was dann passiert. Das wollte ich. Ich wollte es jetzt unbedingt wissen, was man da machen kann. So. Ja, mit Freischalten wird das nichts. Ich überlebe 20 Minuten im Weltraum. Ja, okay, Weltraum, das ist dann wieder was anderes. Freischalten, besiegen. Besiege, besiege. Finde Galo-Turm. Okay, öffne den Sarg im Galo-Turm. Was hast denn da noch so als Steh? Entwicklung. Ja, dann tun wir die Entwicklung da ein bisschen auftun und Gier. Steht mir auch nicht. Passt. Sonst. Es kommt wieder drauf an. Es kommt wieder echt drauf an. Ja, Galo-Turm ist halt wieder beeilen. Aha.